Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ich bin akustisch für alle zu verstehen. Auch dieses Forum ist für mich in einer neuen Form, das erste Mal rein online, ohne dass man die Zuhörer wirklich physisch sieht. Aber ein sehr spannender Bereich. Und ja, es soll jetzt darum gehen, Herausforderungen im Management, im AMS-Betrieb, was ändert sich für den Landwirt, was ändert sich für den Betrieb, wo muss man vielleicht etwas anders denken? Und die Fragestellung war Einstieg ins Melken mit AMS und die Herausforderung, gerade was Eutergesundheit angeht. Gerade dieses Wort Herausforderung. Es kann ja mal jeder in die Chatbox schreiben. Wer freut sich auf Herausforderungen, wenn es um Eutergesundheit geht? Wer freut sich, dass plötzlich viele Dinge anders sind, wenn es um Management im Milchviehbereich geht, insbesondere im Euterbehandlungsbereich geht? Also wer sich darauf freut, kann ja mal in die Chatbox hineinschreiben. Leider ist in diesem Bereich das Wort Herausforderung oftmals etwas negativ belegt. Schauen wir uns andere Herausforderungen an. Das ist zum Beispiel, wenn Sie die Herausforderung haben, einen Berg zu besteigen, Bergsteiger zu sein oder bestimmte sportliche Events. So sehen wir das nicht als negativ an. Die Herausforderung dort sehen wir als positiv an. Etwas Herausforderndes für uns. Und genauso sollten wir an die Sache herangehen, was sich mit dem Einsatz von automatischen Melksystemen, mit neuen Datenverarbeitungssystemen, alles für uns als Praktiker sich wirklich ändert. Weil nicht alles, was sich ändert, ist auch schlecht am Ende. Ich möchte uns kurz vorstellen, wer sind wir, was ist unser Betrieb? Wie bereits angesprochen, Milchhof Gut Bandelsdorf liegt relativ dicht an der Ostseeküste. Gerade aus Österreich gesehen sind wir ziemlich dicht am Strand, also ungefähr 20 Minuten sind wir am Strand. Hier betreiben wir den Milchhof Gut Bandelsdorf, ist eine GbR zwischen meiner Frau und mir mit drei Mitarbeitern. Wir haben offiziell begonnen am 1. Februar 2017, also vor relativ genau 3 Jahren, haben wir die Milchviehherde hier gekauft und haben Grünland und Stallanlagen gepachtet. Zuvor, meine Frau war hier im Betrieb, ich arbeitete als Milchviehberater für größere Milchviehbetriebe hier im Nordosten. Wir haben derzeit ungefähr 200 Kühe, davon etwas ungefähr 180 in Milch, plus die Nachzucht, plus Zuchtbullen. Wir produzieren also Deckbullen für andere Betriebe. Die MLP-Leistung liegt bei etwas über 12.000 Liter derzeit. Was ein bisschen besonder ist, ist, wir selber bewirtschaften nur Grünland, betreiben selber gar keinen Ackerbau. Alles, was wir vom Acker brauchen, also die Maissilage, das Stroh, die Abnahme von Mist und Gülle, läuft durch einen Ackerbauern, mit dem wir sehr eng kooperieren. Hat für uns den Vorteil, wir können uns auf das konzentrieren, von dem wir glauben, dass wir relativ gut können. Das sind die Kühe. Und das ganze Spezialwissen im Ackerbau lagern wir quasi aus. Das können die anderen deutlich besser. Wir haben drei festangestellte Mitarbeiter, alle drei hier aus der Region, alles drei Deutsche, wo wir sehr froh drüber sind. Und machen alles in allem ungefähr 550.000 Kilo Milch pro AK. Trotz drei Mitarbeitern sehen wir uns als Familienbetrieb. Also unsere eigene Nachzucht war einer der Gründe, warum wir uns seinerzeit entschlossen haben, diesen Betrieb zu übernehmen. Man sieht, meine Frau ist sehr zuchttechnisch engagiert, viel auf Schauen, wenn sie denn stattfinden. Und bei unserer Nachzucht ist das mittlerweile auch schon so. Ich möchte einmal zeigen unseren Fuhrpark, weil das zeigt man ja so unter Landwirten. Das ist allerdings auch alles. Wir haben einen Futtermischwagen, wir haben Hoftechnik und was man dort sieht, ist unser neuer Trecker. Neuer Schlepper in dem Falle heißt, die Maschine ist über 20 Jahre alt, hat 20.000 Stunden. Also, wie schon gesagt, Ackerbau ist für uns irrelevant. Was wir selber machen, ist Wiesenstriegeln und Dünger streuen und Wiesenwalzen und dann endet eigentlich unsere Technik. Wir bewirtschaften ungefähr 55 Hektar intensiv Grünland, wo wir 4 bis 5 Schnitte machen, richtig Vollgas geben. Zusätzlich noch 25 Hektar extensives Grünland. Das sind Flächen, die in Naturschutzgebieten sind, die von der Bodenbeschaffenheit her, wie man hier sieht, schwer zu bewirtschaften sind, weil schwimmendes Moor ist. Teilweise sind es auch Hanglagen. Und wer sich jetzt in Österreich wundert, wie kann er an der Mecklenburg über Hanglagen reden? Hanglage ist bei uns alles das, wo der Rundbahn anfängt zu rollen. In solche Flächen fahren lustigerweise weder Ladewagen noch Häcksler rein. Da haben die Fahrer hier in der Region einfach nicht die Erfahrung mit.
Aber wir nutzen diese Flächen, um extensive Grassilage zu produzieren für unsere Jungen da aufzucht. Wir haben einen recht alten Kuhstall gepachtet. Zwar die Grundmauern unseres Stalles stammen aus dem Baujahr 1908. Also der hat schon einiges gesehen. Aber zum Glück nur die Grundmauern. Innen drin ist das Ganze mehrfach in seiner Lebenszeit umgebaut und modernisiert worden. Mittlerweile ist es ein Dreireiher-Liegeboxenlaufstall, ein Futtertisch. Und der letzte Umbau passierte durch uns, durch den Einbau der Melkroboter. Im laufenden Betrieb das Ganze. Also wir haben die Roboter direkt eingebaut, während die Kühe noch drin standen. Und wie man hier auf den Bildern sieht, sie können noch so viele Tore stellen, wie sie wollen. Die Kühe finden einen Weg, diese Tore auszubauen. Und sie fragen sich irgendwann nicht mehr, ob die Kühe was kaputt gemacht haben, sondern nur noch was am nächsten Morgen. Das war recht spannend. Ging aber auch relativ schnell. Also wir haben in ungefähr 8 Wochen vom ersten Stein bis zur ersten Kuh die Kühe in den Roboter gebracht. Und das war auch so wie eine Überschrift, Einstieg ins AMS. Uns war bei Betriebsübernahme ganz klar, dass wir den Weg nur mit Mährobotern gehen können, weil es in unserer Region recht schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden. Der Melkstand als solches, allerdings nicht durch eine Familie zu bewirtschaften, war mit 3,5 bis 4 Stunden Melkzeit pro Schicht. Das schaffen sie einfach als Familie nicht mehr. Deswegen war uns ganz klar, wir müssen den Weg gehen der Automatisierung im Melken. Wir gehen in die Melkroboter, wie so viele andere Betriebe ja auch. Jetzt müssen wir uns aber Folgendes vor Augen halten. Vieles von dem, was ich jetzt sage, sind unsere Erfahrungen, ist unser Weg, sind unsere Dinge, die wir machen. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass die Zuhörer jetzt alles kopieren sollen und bitte alles so eins zu eins umsetzen, sondern es geht darum, die Ideen, die jetzt kommen, die hinter bestimmten Managemententscheidungen, bestimmten Arbeitsweisen stehen, zu kapieren. Also nicht kopieren, sondern kapieren. Dann werden wir uns den Melkroboter anschauen. Die Melktechnik. Die Melktechnik, die wir verwenden, gerade im Melkstand, ist seit über 100 Jahren exakt die gleiche. Das erste Patent auf die Melkanlage wurde im Jahr 1918 erteilt. Und seitdem ist das System exakt das gleiche. Wir haben einen Vakuumgenerator, wir haben Regelventile, wir haben Sammelstücke und irgendwas, wo die Milch bleibt. Dieses System ist seit über 100 Jahren komplett unverändert. Allerdings, 1918, war diese Art und Weise des Melkens eine absolute Revolution. Man kam vom Handmelken, was man jahrhundertelang machte, und ging jetzt zum maschinellen Melken über, zum maschinellen Melkentzug. Das setzte natürlich für die Betriebe damals auch ein anderes Management voraus. Und ich bin mir sicher, dass es damals Betriebe gab, die diese Art des Melkentzuges komplett abgelehnt haben, weil seit Jahrhunderten melken wir mit der Hand. Das können wir, da sind wir gut. Jetzt brauche ich plötzlich Strom, das sind Betriebskosten, hier kann was kaputt gehen. Die Anlage ist teuer, regelmäßig müssen wir Zitzengummis tauschen, wir haben Verschleißteile und, und. Ich bin mir sicher, damals gab es Betriebe, die aus diesen Gründen gesagt haben, so ein neues Managementsystem will ich gar nicht haben. Wir müssen einfach nur sehen, dass das, was wir seit Jahrhunderten machen, das ist schwierig. Das muss etwas einfacher gehen. Also wir brauchen kein neues System, wir müssen nur das alte, was wir haben, ein wenig einfacher machen. Hätten sich diese Menschen damals durchgesetzt, unsere Melkanlagen würden komplett anders aussehen. Melkanlagen wären heute so. Wir nehmen einfach das, was wir haben und versuchen es ein bisschen besser zu machen. Also das Handmelken etwas zu unterstützen. Was jetzt so absurd klingt und recht abstrakt klingt, ist das, was viele Melktechnikhersteller gemacht haben. Die haben sich gedacht, wir bauen seit über 100 Jahren Melkanlagen, aber das Melken in der Melkgrube ist ein schwieriger, unangenehmer, unbeliebter Arbeitsprozess. Wir müssen halt nur sehen, dass wir irgendwie von alleine das Melkzeug unter die Kuh geklatscht kriegen. Das endete dann irgendwann daran, dass man einen Autotandem-Melkstand gebaut hatte, wo dann so ein Arm hin und her fuhr und bis zu 5 Melkplätze durch einen Roboterarm bedient werden sollten. Der Melkroboter ist eben nicht der melkende Roboter. Es geht beim AMS-Robotermelken nicht zwangsläufig darum, die Milch aus dem Euter zu bekommen. Es geht beim Robotermelken darum, klar geht es auch darum, dass die Kühe gemolken werden,
Das ist, was die Anlage an 365 Tagen, 24 Stunden tun muss. Und das Ganze möglichst über 10, 12 Jahre. Aber der wahre Wert im Make-Roboter sehe ich nicht im Milchentzug, sondern in den Daten, die diese Maschine uns liefert. Wir sind plötzlich in der Lage, von jeder Kuh, an jedem Tag, von jeder Melkung Daten zu haben, die hochexakt sind, hochvalide sind. Hier kann eben nicht mehr wie im normalen Melkstand bei der Milchmengenmessung eine Kuh am falschen Platz stehen oder Daten, die nur einmal im Monat oder nur alle zwei Monate erhoben werden, sondern hier habe ich wirklich hochexakte Daten jeden Tag. Und diese Daten führen jetzt dazu, dass ich andere Entscheidungen treffen kann. Weil wenn ich Entscheidungen rein auf Datenbasis treffen will, dann gilt die alte Regel Shit in, Shit out. Wenn ich mit schlechten Daten in eine Auswertung hineingehe, werden schlechte Ergebnisse herauskommen. Wenn ich mit falschen Daten in eine Auswertung hineingehe, kommen falsche Ergebnisse heraus. Beim AMS-System haben wir aber 200, 250, 300 Zahlen. Bis zu 300 Datensätze von jedem Tier jeden Tag. Sind eben die Milchmengen, Besuchsverhalten, Zellzahlen, Inhaltsstoffe, Temperaturen, Aktivitäten, Futteraufnahme, Wiederkauaktivitäten, Gewichte, Leitfähigkeiten. All diese Daten werden jetzt im Rechnersystem von Algorithmen verarbeitet und geben mir als Anwender die Möglichkeit, ganz anders mit meinen Tieren zu arbeiten. Und ich muss mich im AMS darauf einstellen, dass nicht nur mein Auge, nicht nur meine eigenen Erfahrungen als Basis der Handlung dienen dürfen, sondern der Computer weiß im Grunde genommen viel mehr über meine Kühe als ich selbst. Deswegen ist das AMS eben nicht das automatische Melksystem, sondern das weiterentwickelte Management-System, das Advanced Management-System. Das AMS zusammen mit den Daten, die er mir liefert, mit den hochexakten Daten, bringt mich in die Möglichkeit, ganz anders zu managen, meine Herde ganz anders zu führen und viel schneller an den Kühen zu sein. Ich weiß im Grunde genommen, was mit der Kuh ist, bevor die Kuh es selber weiß. Ein Beispiel hier, alles aus der eigenen Praxis. Eine Kuh mit Verdauungsstörung. Man sieht an der schwarzen Linie, die Milchmenge ging runter. Gar nicht so sehr, sie hatte immer noch 35, 38 Liter. Aber dieses Wiederkauen, diese hellblaue Linie, die da so zickzack fuhr, zeigte ganz klar, dass diese Kuh ein massives Verdauungsproblem hat. Sie sahen an dieser Kuh weder, dass der Kot sich schon verändert hatte, noch eine eingefallene Hungergrube, noch eine kranke Kuh, nichts. Das Einzige, was ich von diesem Tier wusste, war, dass es eben eine Achterbahnfahrt hatte beim Wiederkauen. Solche Tiere stellen wir dann für ein, zwei Tage lang in eine Strohbox, wo Heu zusätzlich angeboten wird zu der normalen Ration. Und ohne, dass wir da jetzt eine großartige Behandlung machen mussten, kam dieses Tier von ganz alleine wieder in Tritt und produziert wieder voll Milch. Wenn ich hier natürlich erst warte, bevor das Tier krank ist, dann muss ich die ganz großen Geschütze rausholen. Dann muss ich den Tierarzt anrufen. Dann müssen wir mit Infusionen und Behandlungen arbeiten, haben Milchschwärme und so weiter. Deswegen gilt bei uns im Betrieb eigentlich der Grundsatz, und das ist etwas aus 10 Jahren Beratungserfahrung heraus, unser Ziel muss nicht sein, das Maximale zu machen, sondern am anderen Ende wenig zu verlieren. Mir geht es darum, dass alle Verluste, die wir erleiden können, sei es Milchleistung, die ich nicht realisiere oder Milch, die ich nicht verkaufen kann, Futterverluste, Kälber, Kuhverlust und so weiter, das alles kostet sehr viel Geld. Weil das ganze Futter, was ich hinterher wegschmeißen müsste, weil ich vorne nicht richtig gearbeitet habe, das habe ich erst einmal bezahlt. Das habe ich auf einer Rechnung stehen und deshalb wäre so etwas eben zu teuer. Oder auch Milchmenge, die ich nicht realisiere. Nicht mehr machen, sondern weniger verlieren, heißt eben in unserem Falle, die Kühe hier oben, also die sind die, jeder Punkt hier ist eine Kuh mit ihrer Milchmenge abgetragen über die Laktationstage. Die Kühe hier oben, die interessieren mich nicht. Kühe mit sehr hohen Leistungen, die gut laufen, im AMS-System kennen Sie die irgendwann kaum noch, weil das sind die komplett unkomplizierten Tiere. Und es darf nicht unser Ziel sein, diese 58 Liter Kuh auf 60 oder 62 Liter zu kriegen. Hohe Herdenleistungen erreichen Sie nicht dadurch, dass Sie Ihre beste Kuh dazu bringen, dass sie noch einen Liter mehr gibt. Das hier unten sind die wichtigen Tiere. Warum stehen hier Tiere mit nur
25, 30 Liter, die am gleichen Tag gekalbt haben, im gleichen Stall stehen, das gleiche Futter bekommen, wie andere Kühe, die 50 Liter geben. Was ist hier passiert? Warum sind hier Damen, die einfach weniger Milch geben als die anderen? Sie werden sie immer haben, aber die Frage ist, warum stehen sie da und welche Maßnahmen habe ich ertroffen, dass es ihnen wieder besser geht? Das sind letzten Endes die wichtigen Tiere. Und der zweite Weg, um viel Milch zu machen, ist eben eine hohe Persistenz. Also zum Ende der Laktation dürfen auch nicht zu viele Tiere mit der Milch abfallen. Das meine ich mit nicht mehr machen, sondern weniger verlieren. Denn hier kommen wir zusammen mit einem schnellen Agieren, schnelles Behandeln, um wenig zu verlieren. Schauen wir uns an, eine normale Milchleistungskurve, wie sie verläuft. Wenn eine Kuh mal krank wird, was passiert? Und ich kann sehr schnell eingreifen, bekomme ich sie sehr schnell zurück auf ihre Milchkurve und habe nur sehr geringe Verluste. Kommt es hingegen zu einer schweren Erkrankung wie der roten Linie, fällt das Tier einfach zu weit ab, es braucht ewig lange, um wieder hochzukommen. Und solche Tiere brauchen schon verdammt gute Argumente, um in der Herde zu bleiben. Denn um diese wieder richtig auf Leistung zu kriegen, wird sehr, sehr schwierig. Das heißt für mich als Landwirt, als Herdenmanager, ich muss sehr schnell sein, ich muss meine Daten auswerten, ich muss schauen, was ist los in der Herde, was ist los mit gewissen Tieren und dann zielgerichtet sehr früh daran zu gehen, um eben zu verhindern, dass wir diese rote Linie dort bekommen. Kommen wir zum Vortragsthema Herausforderungen im Bereich der Eutergesundheit. Wie anfangs gesagt, Herausforderungen können durchaus positiv sein, weil sie gibt uns neue Möglichkeiten und neue Ziele. Manchmal heißt es ja, okay, am Roboter, die Zellzahlen sind schlechter und Roboterbetriebe haben schlechtere Zellzahlen. Mal zwei grundsätzliche Überlegungen. Was ändert sich eigentlich am Roboter und was ändert sich nicht? Was sich auf jeden Fall ändert, ist für mich die Möglichkeit, Mastiden zu erkennen, Veränderungen in Mastiden zu erkennen. Weil ich habe nicht mehr die althergebrachte visuelle Beurteilung vom Vorgemelk. Ich sehe halt nicht mehr bei jeder Melkung, bei jedem Gemelk, wie ist da vorgemelkt? Aber ich habe jetzt plötzlich Daten von jeder Kuh, von jedem Gemelk. Ich habe Leitfähigkeiten, ich habe Zellzahlen, ich habe Milchmelkzeiten. Und der Roboter, das Computerprogramm, der Algorithmus muss mir jetzt sagen, wo ist etwas auffällig, wo nicht. Setzt natürlich voraus, wenn der Computer sagt, da ist eine Kuh, die müssen Sie sich anschauen, dass ich dann auch hingehe und mir diese Kuh anschaue. Natürlich kann ich sagen, ich habe heute keine Zeit, weil ich habe so wichtige Dinge zu tun wie Gülle fahren und ich gucke mir die in 3 Tagen an, dann werde ich viel mehr Mastitiden und höhere Zellzahlen im Tank haben. Ganz klar. Grundsätzliche Überlegung 2. Welche Keime ärgern uns denn? Und wie kann es dazu führen, dass Roboterbetriebe höhere Zellzahlen haben oder nicht? Grundsätzlich gibt es die Euter-assoziierten Erreger und Umwelterreger. Bei den Euter-assoziierten Erregern, das Übertragungsrisiko steigt, ganz klar, da ja viel mehr Tiere mit einem Melkzeug gemolken werden. Sie werden 50, 60 Tiere 2,5, 3, 3,5 Mal am Tag mit dem gleichen Melkzeug melken. Das Übertragungsrisiko für Keime von Tier zu Tier steigt gewaltig an. Gleichzeitig sinkt das Risiko, weil sie eben eine sehr gute Desinfektion zwischen den Melkungen erreichen können. Vorausgesetzt, dass sie diese Technik mit einkaufen und, was viel wichtiger ist, diese Technik auch funktioniert und gewartet wird. Das sind manchmal kleine Ventile, kleine Stellschrauben. Diese Technik muss gewartet werden, sie muss funktionieren, sie müssen sie kontrollieren. Dann sinkt ihr Risiko für die Übertragung von Euter-assoziierten Erregern. Kommen wir zu den umweltassoziierten Erregern. Da kann der Roboter nicht viel dran machen. Wenn Ihr Kuhstall vorher komplett in Ordnung ist, wird er es auch hinterher sein. Wenn Ihr Kuhstall vorher ein Saustall ist, wird er es auch mit Melkrobotern sein. Das heißt, wenn Sie dort viele umweltassoziierte Erreger haben, vorher bereits, werden Sie die hinterher auch haben. Unsere eigene Erfahrung ist, wir haben nahezu Aureus raus. Also wir haben sehr, sehr wenig Euter-assoziierte Erreger. Das meiste, was wir haben, ist Uberis, eben Umwelterreger. Durch die Daten, durch das andere Managementsystem müssen wir uns die Fragen stellen, wie müssen wir unsere Behandlungsregime anpassen? Wie müssen wir unsere Arbeit
die ich im Stall mache, die Zusammenarbeit mit dem Tierarzt, wie wird sich das Ganze ändern? Wie verfahren wir mit akuten Fällen? Wie weit ist der Einsatz von Antibiotika dort angebracht? Was machen wir mit chronischen Fällen? Wie finden wir diese überhaupt? Das sind Fragen, die sich dem stellen. Hier mal ein Bild einer klassischen akuten Euterentzündung, so wie es manchmal abläuft. Die oberen vier bunten Linien, das ist die Leitfähigkeit pro Viertel. Die blaue Linie ist die Zellzahl. Man sieht hier sehr schön, dass von einem Gemälk zum anderen die Leitfähigkeit im Viertel rechts vorne nach oben schießt. Die Zellzahl in der Regel um eine Melkung verzögert nach oben geht. Das ist ganz klassisch eine akute Euterentzündung, die Sie sich sofort anschauen müssen, wo Sie eben auch sehr schnell eine Behandlung beginnen. Das gleiche Tier, hier sehen Sie sehr schön, das, was rot ist, ist immer alles, was auffällig ist. Die Leitfähigkeit schoss nach oben, Milchmenge ging runter, Zellzahl ging hoch. Das heißt, hier haben wir eine Behandlung begonnen. Und man sieht hier bereits, wie Leitfähigkeit und Zellzahlen nach unten gehen. Sehr schnell geht die Leitfähigkeit nach unten, was für mich ein Anzeichen ist, dass die Behandlung, die wir begonnen haben, erfolgreich sein wird und durchgezogen wird, bis wir wieder gute Leitfähigkeiten haben. Durchaus auch mal 1-2 Tage länger, als was auf der Packung steht. Das ist in Absprache mit der Tierärztin so, dass wir wirklich behandeln, bis die Tiere besser sind. Und jetzt mal etwas sehr Provokantes. Hohe Zellzahlen, na und? Es gibt Tiere, bei denen stört mich eine hohe Zellzahl nicht. Auch unsere Tankzellzahl ist nicht die beste in Mecklenburg-Vorpommern. Wir bewegen uns im Bereich bei um die 200.000. Man muss aber auch dazu sagen, dass es hier keine S-Klasse-Zuschläge oder keine Premiums gibt. Alles, was unter 400.000 ist, ist bei uns ganz normal. Also wir bekommen nicht mehr Geld dafür, dass die bestimmte Zellzahlen eingehalten werden. Deswegen hohe Zellzahlen, na und? Etwas provokant, aber ich muss wissen, wer macht denn diese Zellzahl im Tank? Und durch die Technik sind wir jetzt in der Lage, jede Kuh hochexakt auswerten zu können. Und hier sehen Sie, eine Kuh, die blaue Linie ist ihre Zellzahl. Und diese Zellzahl schwankte zwischen 200.000 und 2 Millionen. In einem sehr regelmäßigen Zyklus von allen 3 Tagen. Also diese Kuh hat nicht alle 3 Tage gebullt, keine 3-tägige Futterwechsel oder sonst was. Sie hatte einfach eine oszillierende Zellzahl. Alle 3 Tage ging sie zwischen 200.000 und 2 Millionen auf und runter. Im ersten Moment haben wir uns gedacht, das war relativ neu nach dem Starten, dass das Messsystem, was uns der Hersteller verkauft hat, anscheinend nicht viel taugt. Weil wie kann es sein, dass eine Kuh alle 3 Tage mal die Zellzahl auf 2 Millionen hochschraubt und wieder von ganz alleine ohne Behandlung runtergeht? Muss ja am falschen Messsystem liegen. Wir machen sehr viel mit einem Melklabor zusammen, Milchqualitätslabor zusammen. Und wir haben dann von dieser Kuh mal über 5 Tage jeden Tag Viertelgemelksproben genommen und ins Labor geschickt, um zu sehen, was ist eigentlich los mit dieser Kuh? Wie kann es sein, dass alle 3 Tage diese Zellzahlpeaks kommen? Spannenderweise hatte diese Kuh Streptococcus uberis vorne rechts, Aureus hinten rechts, KNS vorne links und hinten links war ohne besonderen Befund. Und diese Befunde wiederholten sich an allen 5 Tagen. Man sah auch sehr schön, dass die Zellzahlen auf einzelnen Vierteln massiv schwankend waren zwischen den einzelnen Tagen. Also das Messsystem funktioniert. Wir können den Daten trauen, die dort rauskommen. Und wir haben halt auch gesehen, okay, diese Kuh hat alles Mögliche auf allen Vierteln. Wirklich behandlungswürdig ist so etwas nicht. So etwas lassen wir einfach mit durchlaufen. Warum haben wir sie nicht gleich verkauft? Schauen wir uns an ihre Zellzahl, ihre Milchmenge dazu und eine 50-60 Liter Kuh wird einfach nicht verkauft. Weil diese Kuh ist hochrentabel und irgendwie brauchen wir ein bisschen Milch im Tank, um das Ganze hier zu bezahlen. Diese Kuh ist aber gleichzeitig ein hohes Risiko. Denn ich weiß, dass dieses Tier Aureus-Träger ist. Und ich weiß, dass mit dem gleichen Melkzeug 50-60 Kühe gemolken werden. Dann besteht ein sehr hohes Risiko, dass dieses Tier andere Tiere infiziert. Ich muss also regelmäßig sehen, alle 1-2 Tage funktioniert die Dampfdesinfektion. Und wenn nicht, sofort daran. Also dieses Tier ist rentabel durch die Milchmenge. Es kann sehr schnell sehr unrentabel werden, wenn sie andere Tiere ansteckt und ich auch mal einen Aureus-Ausbruch habe. Deswegen muss ich daran arbeiten, dass es eben nicht dazu kommt.
Lustigerweise, was auch ganz spannend war, parallel machen wir noch Milchkontrolle. Und dieses Tier hatte nahezu allen Milchkontrollen sehr hohe Werte, mit Ausnahme der Dezember-Milchkontrolle. Was war hier passiert? Hier hatte sie einfach mal Glück. Und an diesem Tag der Milchkontrolle war eben einer der Tage, wo sie mal wenig Zellzahn hat. Deswegen, je genauer die Daten sind, die wir von den Tieren haben, desto genauer können wir die Entscheidung treffen. Und zum Beispiel bei so einer Kuh weiß ich eben, okay, sie hat eine hohe Zellzahl, sie trägt zum hohen Maße bei an der Zellzahl im Tank. Sie ist aber noch rentabel, sie wird aber garantiert nicht mehr besamt und wird uns verlassen, sobald die Milchmenge runter ist. Und sie wird auch nicht mehr akut behandelt. Denn unser Ziel ist Minimierung, Einsatz von Antibiotika. Dies weniger, weil wir jetzt sagen, okay, Antibiotika sind böse. Nein, Antibiotika sind ein wichtiges Werkzeug in unserem Werkzeugkasten. Aber jede Kuh, die ich mit Antibiotika behandle, kostet erstmal sehr viel Geld, weil von dieser Kuh werde ich über 8 bis 10 Tage lang keine Milch verkaufen können. Bei solchen Tieren führt es eben dazu, dass ich schnell 10, 15 Euro am Tag einfach in den Güllekanal drücke. Und das möchte ich nicht. Deswegen ist unser Ziel, möglichst wenig Antibiotika einzusetzen. Was tun wir dafür? Selektives Trockenstellen nach Laborempfehlung. Das heißt, unsere Kühe eine Woche vor dem geplanten Trockenstellen gehen Proben ins Labor, werden dort untersucht, sind Keime in der Milch vorhanden oder nicht. Und das Labor sagt uns dann, brauchen wir überhaupt einen antibiotischen Trockensteller? Ja, nein. Und wenn ja, welchen? Und alle trocken zu stellenden Tiere bekommen einen internen Versiegler. Da haben Sie in Österreich den großen Vorteil, dass Sie das über den Tiergesundheitsdienst sogar kostenlos bekommen. Wir bezahlen mehrere tausend Euro pro Jahr an dieses Labor, um diese Daten zu bekommen, um dieses Wissen zu bekommen. In Österreich wäre es da viel angenehmer. Bei mittelschweren, akuten Fällen setzen wir in erster Linie Entzündungshemmer ein. Entzündungshemmer ist mittlerweile das Hauptmedikament, was wir einsetzen, wo wir schnell sind. Gegebenenfalls setzen wir einen Mastizide-Schnelltest an, um zu sehen, sind überhaupt Keime da, die ich behandeln kann. Weil wenn keine Keime da sind, brauche ich auch sie nicht zu behandeln. Und ich muss eben sehr intensiv beobachten, ob das Tier sich positiv entwickelt oder ob es sich negativ entwickelt, kann ich bereits am nächsten Tag sehen. Also wichtig ist hier schnell zu sein. Und bei den schweren akuten Fällen, Behandlung mit Antibiotika und Entzündungshemmer immer im Kombi. Und die Probe geht ins Labor. Ich will nicht wissen vom Labor, welches wäre die beste Spritze für diese Kuh, sondern ich will vom Labor wissen, wer sind die bösen Jungs in meinem Stall? Wer macht die Probleme? Wo ist unser Hauptarbeitsbereich? Und unser Ziel ist pro Kuh maximal 2 Behandlungen innerhalb einer Laktation. Ich glaube nicht, dass wenn eine Kuh 6-mal behandelt wurde, die 7. Behandlung plötzlich die sein wird, die richtig anschlägt. Deswegen sagen wir, ein Tier wird in einer Laktation maximal 2-mal behandelt, antibiotisch. Wenn es doch zum 3. Mal kommt, hilft es eben nicht, wie die 3 Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, sondern wenn es zum mehrfachen akuten Euterentzündung kommt, dann sind meine Alternativen zu einer antibiotischen Behandlung eben Abgang dieses Tieres, Entzündungshemmer einsetzen, das Viertel aus der Produktion nehmen. Oder gegebenenfalls nichts tun, wie bei der gerade eben gezeigten Kuh Nummer 38, die sowieso diese Zellzahlschwankungen hat. Ich muss nicht jedes Mal die große Keule rausholen und mit Antibiotika Tuben ins Euter gehen, wenn ich doch das Wissen habe, andere Dinge zu machen. Mastitis Ziele übernommen von Böhringer. Das Ziel sollte sein, unter 12% klinischer Entzündung pro Jahr im Bestand. Erschreckend ist, der Durchschnitt liegt bei 50% und Problembetriebe beginnen erst bei 75% Anteil klinischer Euterentzündung pro Jahr. Was bedeutet das umgerechnet? Das Ziel sollte sein, bei 100 Kühen weniger als eine akute Euterentzündung pro Monat. Der Durchschnitt heißt eine pro Woche. Problembetriebe sind bei 100 Kühen mehr als 1,5 akute Euterentzündungen pro Woche. Kann sich jeder für seinen Betrieb hochskalieren, wo man da sein sollte oder wo man da ist. Und dass das Ganze mit dem Entzündungshemmer durchaus funktioniert. Hier mal eine Grafik von einer Kuh. Dort hatten wir eben diesen Anstieg der Leitfähigkeit auf ein Viertel.
Der Peak der anderen nach unten lag daran, dass die Milchmenge bei dem Gemälk auch runter war. Wir hatten einen Anstieg der Zellzahl, haben an diesem Tage Entzündungshemmer gegeben und da sah ich bereits beim nächsten Tag, dass die Leitfähigkeit in diesem Viertel wieder runtergeht. Die Zellzahl folgt in der Regel etwas verzögert. So dass ich bei diesem Tier eben bereits wusste, okay, die Behandlung mit dem Entzündungshemmer hat hier angeschlagen, gegebenenfalls noch eine Eutersalbe von außen. Ich brauchte bei diesem Tier nicht die große Keule herausholen. Und weitere Hilfsmittel ist eben dieser 12-Stunden-Test, den man über einen deutschen Versandhändler bekommen kann. Im Grunde genommen sagt ihr mir nicht, welcher Erreger ist im Stall. Es ist nicht für eine strategische Behandlung. Es ist einfach nur dazu da, um zu sehen, ob die Kuh, die da jetzt steht, mit einem erhöhten Leitfähigkeit auf einem Viertel, ist dort überhaupt ein Erreger, den ich bekämpfen muss oder nicht. Das ist eine Sache, die wir dann machen, vor allen Dingen, wenn es Tiere sind mit höheren Leistungen, wo es um relativ viel Milchgeld geht, wo ich eben sage, okay, Entzündungshemmer, Test ansetzen, nächsten Tag weiß ich Bescheid, gebe ich sehr schnell ein antibiotisches Mittel, weil doch Keime da sind, die behandelt werden können, Gram-positive, oder sind überhaupt gar keine Keime da, die ich bekämpfen könnte, wo ich also quasi nur an den Wald hineinschießen würde, ohne dass der Hirsch dort steht. Also als Fazit, beim Melkroboter, der Wert der Maschine liegt nicht darin, dass der melken kann. Melken können die alle. Der Wert letzten Endes liegt in den Daten und in der Verarbeitung dieser Daten. Und dort werden wir in den nächsten Jahren noch so viel mehr sehen. Das Ganze wird so dermaßen nach vorne gehen. Denn die Daten sind die Grundlage für die passenden Entscheidungen. Das heißt, die Software, die Algorithmen werden mir in Zukunft sagen, da ist eine Kuh, da musst du jetzt noch hingehen. Und da ist eine andere Kuh, die ist zwar auffällig, aber die braucht dich eigentlich nicht zu interessieren. Und wir selber müssen bereit sein, unser Management, unsere Behandlungsregime, unsere Zusammenarbeit mit Laboren, mit Tierärzten, das müssen wir an die neuen Bedingungen anpassen. Wir dürfen nicht einfach so weiterfahren, wie das schon früher war, wie Opa das vor 100 Jahren gemacht hatte, sondern wir müssen unsere Behandlungsregime und Management an die neuen Daten, an die neuen Datengrundlagen anpassen. Und dann können wir entsprechend weiterkommen. Und dann können wir auch das wahre Potenzial, das diese Maschinen uns liefern, nutzen und haben dann eben auch einen entsprechenden Kapitalrückfluss für die massiven Investitionen, die wir haben. Ich habe gesehen, es sind ein paar Fragen in den Chatboxen gekommen, die wir jetzt abhandeln werden. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit in der Ferne und freue mich, Ihre Fragen beantworten zu können. Danke.